Meghan Markle und Prinz Harry haben berichten zufolge ein neues Haus in Portugal gekauft. Die Pläne für ihre überraschende Entscheidung wurden hinter den Kulissen geschmiedet. Ein königlicher Kommentator beschrieb den Umzug von Meghan Markle und Prinz Harry nach Portugal als eine Möglichkeit für das Paar, seinen Plan, rivalisierende Royals zu werden, voranzutreiben. Dieser Kommentar kommt nur einen Tag, nachdem die Nachricht aufgetaucht ist, dass das Paar ein neues Haus in Portugal gekauft hat, irgendwo, wo Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank die Hälfte ihrer Zeit verbringen. In einem Interview mit dem königlichen Newsletter der Daily Mail behauptete der Herausgeber des Zeitungstagebuchs, Richard Eden, dass das Paar, das derzeit in Kalifornien lebt, möglicherweise ein wichtiges Motiv für die Kaufentscheidung gehabt habe, den Plan, auf der anderen Seite des Ozeans zu den rivalisierenden Royals zu werden. Berichten zufolge sagte der Kensington Palace etwa zu der Zeit, als Harry und Meghan 2017 ihre Verlobung bekannt gaben, dass die heutige Herzogin von Sussex zu gegebener Zeit die britische Staatsbürgerschaft erhalten würde. Dieses Angebot wurde jedoch schließlich aufgegeben, als das Paar als hochrangige Berufstätige Royals zurücktrat und in die USA zog, behauptete Herr Eden. Er fuhr fort, der Erwerb eines goldenen Visums würde Megan bei der Umsetzung ihrer Pläne helfen, die rivalisierenden Royals auf der anderen Seite des Ozeans zu werden und es ihnen ermöglichen, problemlos durch europäische Länder zu reisen. Wir haben bereits gesehen, wie sie quasi königliche Reisen durch Nigeria und Kolumbien unternommen haben.